Herzlich willkommen am Kitzsteinhorn. Wir dürfen euch in diesem Video das einzige Gletscherskigebiet im Salzburger Land präsentieren, dürfen die Pisten testen, dürfen euch zeigen, was hier oben geboten ist, wenn ihr zum Skiurlaub herkommt, und das bei unglaublicher Kulisse. Ihr könnt euch jetzt ganz entspannt zurücklehnen. Am Ende des Videos gibt es sogar eine Zusammenfassung in Form einer Website, wo ihr alles seht, was wir hier erlebt haben. Und bis dahin, jetzt rein in die Aufnahmen, rein ins Skifahren. Viel Spaß mit diesem Video. Also, fertig für Skifahren, jetzt Skischuhe an und dann hoch zum Kitzsteinhorn. Ich freue mich drauf. Los geht's! Angekommen oben an der Maiskogelbahn, und hier kann man natürlich auch Skifahren, und das werden wir am Ende dieses Videos auch noch tun, wenn wir uns zurück ins Tal bewegen. Aber zunächst fahren wir hoch aufs Kitzsteinhorn mit der 3K-Connection jetzt von Kaprun rüber ins Skigebiet, ins Gletscherskigebiet, und das schauen wir uns genauer an. Auf geht's! Und mit dieser Seilbahn zu fahren, ist immer ein unglaubliches Erlebnis an sich. Ihr habt Bergblicke, die ja euch ins Staunen bringen. Die 3K-Connection wurde im November 2019 eröffnet, ist über 4 Kilometer lang und bringt euch in 9 Minuten von Kaprun hoch aufs Kitzsteinhorn ins Gletscherskigebiet. Und da stehen wir jetzt am Langwied. Und für uns heißt es jetzt erstmal hoch mit den Gletscherjets bis auf 3000 Metern. Und dann geht's endlich Skifahren. Los! Angekommen am Gletscherjet 4 und jetzt nicht lang schnacken, ab in die Bindungen und rauf bei diesem fantastischen Tag auf die Pisten. Wow. Frische Piste, die Sonne hinterm Kitzsteinhorn. Ein absoluter Traum hier am Morgen. Dann der Blick hier raus Richtung Zell am See. Es ist richtig kalt, aber auch super schön zu fahren. Griffiger Schnee hier oben. Und ja, die Sonne strahlt. Super starker Tag. Sehr starker erster Eindruck, und jetzt schauen wir uns mal an, was das Skigebiet alles zu bieten hat. Insgesamt bietet das Gletscherskigebiet hier oben am Kitzsteinhorn 61 Pistenkilometer, und das auf einer Höhenlage, die sich von 780 Metern bis auf 3029 Meter erstreckt. Und damit habt ihr Schneesicherheit von Anfang Herbst bis weit hinein ins Frühjahr. Wir sind heute unten in Kaprun gestartet und dann mit der Maiskogelbahn hinauf auf den Maiskogel gefahren. Dort ein schönes Familiengebiet und auch toll für Anfänger geeignet. Und dann geht es mit der 3K-Connection hinauf ins Gletscherskigebiet am Kitzsteinhorn. Und da könnt ihr dann mit den Liften bis auf 3029 Meter auf die Gipfelwelt 3000. Eine unglaubliche Panoramaplattform, wo ihr dann auch den Nationalpark Hohe Tauern im direkten Blick habt. Ganz starkes Panorama, und das werden wir euch auch gleich noch in diesem Video zeigen.
Nachdem ihr den Ausblick da oben genossen habt, geht's dann zum Skifahren und das auf den breiten blauen und roten Gletscherpisten bis hin zu schwarzen Pisten wie der Black Mamba, der steilsten Piste hier im Gebiet. Die werden wir euch auch noch zeigen. Dann könnt ihr noch das Eiscamp erkunden. Ihr könnt den Funpark mit einer riesigen Superpipe fahren und erkunden. Und ihr könnt natürlich auch Freeriden gehen. Hier gibt es verschiedene ausgewiesene Freeride-Routen. Achtet natürlich auch da auf eure Sicherheit. Und ganz spannend ist auch, dass das Skigebiet hier am Kitzsteinhorn angebunden ist, nämlich mit der Alpincard. Wenn ihr dann in Zell am See Kaprun seid, könnt ihr mit dieser Alpincard drei Gebiete fahren, nämlich den Skizirkus Saalbach hinter Glemm-Leogang Fieberbrunn, die Schmittenhöhe und das Kitzsteinhorn. Und damit kommt ihr auf insgesamt über 400 Pistenkilometer, die ihr mit einem Skipass hier in der Region fahren könnt. Das lohnt sich. Und jetzt genug geredet, rauf auf die Ski und wir zeigen euch das, was wir gerade berichtet haben. Auf geht's! Angekommen auf der Gipfelwelt 3000. Durch einen Tunnel sind wir jetzt hierher gegangen und der Ausblick ist einfach nur gewaltig. Und jetzt zeigen wir euch ein paar tolle Bergpanoramen. Auf geht's! Ja, und der Blick ist einfach traumhaft. Das seht ihr ja auch schon in den Aufnahmen. Hier geht's raus in Richtung Nationalpark Hohe Tauern mit direktem Blick auf den Großvenediger da drüben, den höchsten Berg Salzburg. Und hier raus sehen wir den Großglockner da drüben, die Spitze, den höchsten Berg Österreichs. Es ist traumhaft. Ein kleiner Genussmoment, den man hier hat, wenn man diese schneebedeckten Hänge sieht. Und dann geht's für uns gleich wieder auf zum Skifahren. Wart ihr schon mal in Zell am See Kaprun zum Skifahren und wenn ja, in welchem Ort seid ihr untergekommen, in welchem Hotel, welche Restaurants habt ihr genossen? Schreibt die Tipps gerne in die Kommentare und ich freue mich auf einen regen Austausch. Und jetzt weiter auf die Bretter. Mega starker Eindruck hier oben auf den breiten Gletscherpisten. Ihr seht sie auch gerade noch mal im Hintergrund. Richtig schön zu fahren. Richtig lange Schwünge oder auch mal einen Kurzschwung. Und gerade waren wir auf einer steilen Piste unterwegs. Jetzt haben wir aber ein Highlight für euch, nämlich das Eiscamp. Und da fahren wir jetzt mal hin. Hier am Eiscamp, wie der Name schon sagt, könnt ihr auf die Spuren des Eises kommen und zwar von Eiskunst. 60 Tonnen Schnee und Eis wurden geformt zu drei Iglus, die verbunden sind. Und dort drinnen gibt es eine Kunstausstellung, die wollen wir uns jetzt anschauen. Und wenn ihr Zeit mitbringt und so gutes Wetter habt, dann könnt ihr hier auch auf der Terrasse Snacks und Drinks genießen. Mega Ausblick dabei, aber wir schauen jetzt mal rein. Eiscamp, check und jetzt auf die Ski und dann fahren wir mal rüber zum Funpark mit der großen Superpipe. Das möchte ich euch auch noch zeigen. Und da ist das Ding, die vielversprochene Superpipe.
Wenn ihr das in echt seht, werdet ihr begeistert sein. Es ist riesig, diese Halfpipe, und die Weltelite ist hier unterwegs. Wir zeigen euch da gerade auch ein paar Aufnahmen, wie die Sportler, die Sportlerinnen hier ihre Sprünge abziehen. Ganz ehrlich, würde ich mich so zum aktuellen Status nicht trauen. Da müsste ich noch ein paar Jahre üben. Aber trotzdem fahren wir mal durch und schauen uns, wie hoch wir gehen können. Bereit? Also, das hier sind mal mindestens 5 Meter und es wälzt sich auch ein. Also ist echt krass. Hier oben blankes Eis, verdammt gut gemacht. Und jetzt hier rein. Ganz schön sketchy. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Okay, auf die Plätze, fertig. Wow, krass. Vielleicht ein cooles Erlebnis, wenn ihr mal hier seid, oder auch der Easy Park. Da schauen wir jetzt kurz. Hier ist der Park jetzt einmal zu sehen. Ganz links ist die Easy Line. Dann habt ihr da verschiedene Rails und Boxes. Könnt ihr euch richtig austoben. Dann fahren wir mal über die leichten Kicker, oder? Auch mal besser, aber geht. Und zum Tagesschluss kommt er langsam raus, der Zellersee dort unten. Und wir haben ja noch ein Highlight für euch, was auf der Liste steht, nämlich die Black Mamba, die steilste Piste hier im Gebiet. Und die machen wir jetzt, während wir runter zur 3K Connection Bahn fahren. Perfekt, los geht's. Und wie versprochen, da ist sie, die Black Mamba, bis zu 63% Gefälle hier auf der Piste Nummer 14, und sie führt euch runter bis zur Langwied-Station. Fahren wir jetzt mal und schauen uns an, wo die steilsten Ecken liegen. Los geht's! Und das war sie, die Black Mamba. Starkes Erlebnis, richtig cool zu fahren. Die schießt euch wie in einem Kanonenrohr nach unten, hat immer wieder ein paar Kuppen dabei. Richtig schön. Und jetzt geht's wieder rüber Richtung Maiskugel. Da waren wir heute Morgen schon und da wollen wir euch noch ein bisschen das Gebiet zeigen. Ja, und hier habt ihr den Zellersee im direkten Blick. Super schön hier gerade diese Abfahrt zu machen. Und am Maiskogel selbst habt ihr diese Gondelbahn, die wir heute als allererstes gefahren sind, und den Sessellift, den Sechster, den wir jetzt mal fahren werden. Das ist das, was hier so geboten ist. Rote Piste, blaue Piste und eine schwarze Piste. Das Teilstück sind wir gerade auch schon gefahren. Auf geht's in die Almbahn! Und jetzt geht's nach einem sensationellen Skitag in den Abriss-Chill-Modus über, wie schon erklärt. Und das könnt ihr nicht nur hier an der Eisbärbar, sondern an verschiedenen Locations in Zell am See Kaprun, wo ihr insbesondere in Zeiten von Corona entspanntes Abriss-Ski erleben könnt. Nicht so viel Party, eher entspannt das Getränk genießen. Und das gefällt mir auch ein ganzes Stück besser. Kurz zum Fazit zu diesem Skigebietstest hier am Kitzsteinhorn. Ihr habt es gesehen, wenn ihr herkommt, erwarten euch breite Gletscherpisten, aber auch die Talabfahrt bis runter nach Kaprun. Ihr habt Schneesicherheit von Herbst bis weit ins Frühjahr hinein, eben durch den Gletscher und das Gletscherskigebiet. Und ihr habt sehr abwechslungsreiche Pisten, wenn ihr hierher zum Skifahren kommt. Es lohnt sich also für alle sportlichen Skifahrer unter euch und für diejenigen, die fantastische Panoramen genießen wollen, dann auch in Richtung Hohe Tauern.
Und wie versprochen habe ich heute etwas Neues für euch mitgebracht und das ist die Zusammenfassung der gesamten Reise hier vom Kitzsteinhorn auf einer Website. Viele von euch haben immer gefragt, in welchem Hotel wir schlafen, wie das mit den Skipässen ist und so weiter. Und auf dieser Website findet ihr jetzt genau den Reiseverlauf und welche Highlights wir hier für euch zu empfehlen haben. Der erste Link in der Beschreibung, der ist von Home of Travel und dort findet ihr eben diese Reisezusammenfassung. Ich freue mich, wenn ihr diese Website besucht oder natürlich direkt ins nächste Video springt. Das ist jetzt hier eingeblendet. Vielen Dank fürs Einschalten und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und wir gehen jetzt mal kurz rein. Vielen Dank und ciao!